Das wird ein sehr, sehr spannender Dreh. Ich stehe hier vor einem Altersheim, Kloster Heisterbach, wo ich auch vorübergehend einziehen werde. Also jetzt natürlich nicht als blonder Onkel vom Fernsehen, sondern als alter, adliger, skurriler Opa. Mein Name wird dann sein Albert von Kanzfeld. Natürlich muss ich vorher noch kurz in die Maske. Wir sehen uns. Mein Maskenbildner Robert ist diesmal ganz besonders gefordert. Nach gut 4 Stunden in der Maske bin ich endlich Albert von Kanzfeld. Ich bin hier im Aufenthaltsraum des Altersheims. Was braucht man für einen guten Film? Man braucht einen rüstigen Opa. Hier steht er. Wir brauchen einen Fernseher, der wird jetzt gleich hier drüben sein. Und Fernsehtechniker, die diesen Fernseher installieren. Und ihr könnt mir eins glauben, die Fernsehtechniker werden sich an diesen Tag noch lange erinnern. Denn ich werde meine Opfer nach und nach dazu bringen, zu glauben, dass ich nicht einfach nur alt, sondern längst verstorben bin. Guido Schmitz und Pascal Jung heißen die beiden Fernsehtechniker, die ich heute an den Rand des Wahnsinns bringen will. Denn am Ende sollen sie glauben, ich sei ein Geist. So, dann können Sie das Teil da vorne hinstellen. Also nicht nur hinstellen, Sie dürfen es auch anschließen. Hallo. Seine blonde Kollegin Steffi ist mein Lockvogel. Wir haben sie als Aushilfe bei der Elektrofirma eingeschleust. Erst mal ganz langsam Kontakt aufnehmen. Sie sind neu hier, nicht? Ich bin der Fernsehtechniker. Bitte? Ich bin der Fernsehtechniker. Ah, Sie sind eingezogen, das ist schön. Neue Leute, das ist sozusagen immer gut. Ja, aha. Wie heißen Sie denn? Ich bin der Herr Jung. Was, bitte? Der Herr Jung, wie alt? Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Pascal. Pascal Jung. Ja, das klingt gut. Ja. Ich weiß. Bitte? Ich weiß. Auch von unserem zweiten Fernsehtechniker möchte ich erstmal den Namen wissen. Wie heißen Sie denn? Schmitz ist mein Name. Bitte? Schmitz. Aha, ja, ja. Und mit Vornamen? Guido. Gut, die Namen habe ich schon mal. Wissen Sie, wie ich heiße? Nein, weiß ich nicht. Da müssten Sie dann Schwester Helga fragen, nicht? Die sagt Ihnen das dann, wie ich heiße. Jetzt muss ich noch was dafür tun, dass ich den jungen Männern auch im Gedächtnis bleibe. Ich habe hier schon sehr, sehr viele Jahre gewohnt. Auch vor dem Tod natürlich. Wo sind denn hier die Knöpfe? Das sind ja gar keine Knöpfe. Bitte nicht mit dem Stock dran. Bitte? Was? Bitte nicht mit dem Stock berühren. Ja, ja. Ich gehe Pascal ein bisschen mit meinem Stock auf die Nerven. Sie zeigen mir gleich diese Fernbedienung, nicht? Mhm. Das ist. Und übe auch gleich für die Rolle als Poltergeist. Also, der Fernseher ist angeschlossen. Er fährt weiter zum nächsten Kunden. Danke, meine Herrschaften. Ich bedanke mich. Horrido, mein Freund. Ja, der Junge ist weg. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen, um vor ihm im nächsten Wohnzimmer zu sein. Bis gleich. Pascal Jung ist auf dem Weg ins 38 Kilometer entfernte Waldbreitbach. Fahrzeit über die Straße ungefähr 35 Minuten. Um schneller da zu sein, nehme ich meinen Helikopter. Ja, ein alter Mann ist ja schließlich kein D-Zug. Es geht los. Ja, Teil 2 beginnt. Ich nehme den direkten Weg und brauche gerade mal 5 Minuten. Guten Tag. Hier in diesem Haus soll der nächste Fernseher installiert werden. Ach, das ist mein Platz. Genau hier. Kurz darauf kommt auch Pascal in Waldbreitbach an. Jetzt wird es spannend.
Hier in die Ecke, beziehungsweise auf das Schränkchen. Ja, aber sehr gerne. Wie lange dauert das circa, das Installieren? Das dürfte eigentlich nicht zu lange dauern. Super. Ja, sondern 10 Minuten, okay. Eine Stunde. Wunderbar. Das Schränkchen, okay. Einen wunderschönen guten Tag, auch Ihnen. Grüß Gott. Noch hat er mich anscheinend nicht erkannt. Oder doch? Normalerweise stellt man sich ja vor, junger Mann, nicht? Wenn man genau, Elektra sieht jetzt jung. Jung, na ja. Ach ja, na ja. Pascal Jung. Pascal Jung. So heißt er. Auch der zweite Fernsehtechniker wundert sich ein bisschen. Ist das der steinalte Mann aus dem Seniorenheim? Wo ist das Stöckchen? Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Schmitz ist mein Name. Ah, richtig, ja, ja. Guido Schmitz. Vielleicht kann ich Ihnen ein kleines Schnäpschen anbieten, was? Nein, danke. Och, einen Klostergeist vielleicht. Sehr lecker. Ich gehe kurz raus und Steffi, mein Lockvogel, kommt dazu. Welchen Typen? Nicht so laut. Der hier draußen ist. Wieso? Was ist los? Warum? Das ist der gleiche wie im Altersheim. Der ist was? Das ist der gleiche wie im Altersheim. Der gleiche wie im Altersheim? Nicht so laut, ja. Ach Quatsch. Nein, nicht Quatsch. Auch Pascal will nicht glauben, was er gerade gesehen hat. Was für ein Herr? Hier sitzt ein älterer Herr, der kommt gleich wieder. Mhm. War derselbe wie vorhin. Im Kloster. Wie im, ja, ja. Hier im Altersheim, oder was? Ja, ja. Der ach, ist Quatsch. Hier. Wie soll denn der hierher gekommen? Also. Weiß ich nicht. Komisch. Wie kommst du drauf, dass es der gleiche ist? Kannte meinen Vornamen. Ach, Quatsch, echt? Ja. Klar, das ist verwirrend, aber auch egal. Die Fernsehtechniker müssen weiter. Sie haben noch einen Auftrag zu erledigen. Corrido, Herr Schmitz. Guido Schmitz. Ja, den Vornamen werde ich mir wohl merken können. Es geht jetzt in Location 3. In mein altes Schloss. Bis gleich. Unsere Techniker sind wieder auf der Straße unterwegs. Ihr Ziel? Das Wasserschloss in Wachtberg. Fahrzeit 40 Minuten. Bei mir, das wissen Sie ja, geht's deutlich schneller. Der Krückstock wird übergeben. Auf ins Schloss. Jetzt wird's spannend. Danke. Das Wasserschloss Wachtberg, erbaut im 13. Jahrhundert. Der perfekte Ort, um die schon jetzt leicht verwirrten Herren so weit zu bringen, dass sie an Geister glauben. Richtiges Schuhwerk? Oder zumindest an einen Geist, an mich. Ich gehe in Deckung. Und ein paar Minuten später montiert Guido auch schon den Fernseher. Ich schleiche mich ganz vorsichtig an. Der Guido Schmitz. Es ist schön, dass Sie zu mir gekommen sind. In mein Schloss. Guido findet das nicht so schön. Er verlässt den Raum und weigert sich, ihn überhaupt wieder zu betreten. Und auch Pascal läuft es eiskalt den Rücken runter. Es ist leider nicht mehr unser Schloss. Sie mussten es verkaufen. Und dann haben mich meine Kinder ins Altersheim gebracht. Ja, ja, ja. Dann mache ich Pascal klar, dass ich für alle außer für ihn unsichtbar bin.
Pascal, Sie können mich nicht sehen, du kannst mich sehen. Meine Lockvögel spielen dieses Spiel natürlich mit und ich schnappe mir die Fernbedienung. Nee, muss ich mal das Gerät, ich versuche es mal gerade hier auszuprobieren. Oh, was ist denn jetzt los? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt passiert? Was machen Sie mit der Fernbedienung? Dass die Fernbedienung da in der Luft schwingt? Sieht es noch jemand außer mir? Ja, ich sehe es. Ich sehe es ganz deutlich. Dankeschön. Aber ich hatte die Fernbedienung doch gerade auch nicht in der Hand. Sie haben es doch gesehen. Die stand auch neben Ihnen. Gottes Willen. Ja, die ist geschwebt im Raum. Sie können mich nur nicht sehen. Das ist jetzt hier alles ein bisschen merkwürdig, sagen Sie. Ja, was, also aber irgendwie geht doch jetzt hier was ab und... Ja, aber das ist doch, geht doch irgendwie gerade... Normalerweise. Hallo? Haben Sie... Was ist das jetzt hier? Ja, das frage ich mich auch. Das weiß ich doch nicht. Ich stehe hier mit der Fernbedienung vor Ihnen, Gottes Willen. Haben Sie das auch gesehen, dass da jetzt einfach zwei Bücher runtergefallen sind, dass da eine Fernbedienung in der Luft war? Ich glaube, ich rufe jetzt am besten mal meinen Mann. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was wir hier machen sollen. Pascal, ich hole dir noch etwas. Was ich dir noch zeigen muss. Nein. Gleich wieder da. Doch. Ein Soundschluck. Bitte. Oh Gott, ey, was ist denn... Hast du das auch gesehen? Ja, ich habe das auch gesehen und mir ist total unwohl. Hast du das auch gesehen, dass da die Bücher runtergeflogen sind? Ja, ich hab's auch gesehen. Aber wer hat... Die fliegen ja nicht einfach so aus dem Schrank, oder? Nein. Der Hausherr kommt dazu. Es fängt wieder an zu spuken hier. Weißt du, was da mir da einfällt? Als wir vor ein paar Monaten kam die Sina doch mitten in der Nacht zu uns ins Schlafzimmer und hat gesagt, da sitzt ein alter Mann vorm Fernseher, guckt Fernseher, haben wir Besuch? Ein alter Mann hat ihre Frau, hat ihre Tochter gesehen. Sie hat gesagt, hätte ein alter Mann gesessen und ferngeguckt. Und dann, wir haben noch nie einen hier gesehen. Hier wohnt ja auch keiner mehr. Wir wohnen jetzt seit 10 Jahren hier und der Vorbesitzer, das war ein älterer Herr. Ja. Aber der ist aber auch dann schon... Der ist doch 4, 5 Jahre schon tot, oder? Ja, der ist doch schon lange in dieses Kloster da zum Altersheim oder so da. Und dann ist er doch, glaube ich, auch vor einigen Jahren gestorben, ne? Mein erster Termin heute war in Bad Breitbach in dem Kloster. Heute? Ja. Gute Frau, der Mann saß auch vor mir und hat mit mir geredet. Und wenn Sie sagen, der hat mir seinen Stock auf die Schulter gelegt. Wenn Sie sagen, der ist seit 4, 5 Jahren tot. Eine gute Nacht. Aber Sie haben den Herrn gesehen? Ich habe den Herrn gesehen, der hat mit mir gesprochen. Aber Sie haben ihn hier nicht gesehen. Bis jetzt noch nicht. Na, da lügt doch einer. Aber Pascal will einfach nicht für verrückt gehalten werden. Und Sie haben ihn wirklich nicht hier gesehen oder haben Sie ihn hier gesehen? Sagen Sie mal bitte ehrlich, ich mache mir solche Sorgen. Und meine Tochter hat ihn ja auch schon mal gesehen. Gottes Willen, ich bin offiziell in der Arbeit hier. Ich möchte nicht, dass mir irgendwas... Ich bin ganz auf Ihrer Seite, ja, aber Sie müssen auch mich verstehen. Ich kann Ihnen ja jetzt nicht einfach sagen, ich habe Menschen gesehen, die es nicht gibt. Ich bin doch da. Natürlich sieht er mich, aber er tut ganz tapfer einfach so, als wäre ich nicht da. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht helfen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja heute ein schrecklicher Tag. Ja, Pascal, ich habe dir etwas mitgebracht, nur für dich. Mein Junge, ich habe eine Erklärung für dich. Nur das. Hier für dich, mein Sohn. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß! Das war der Erste und Guido wollte ja einfach nicht mehr zu mir reinkommen. Also bin ich zu ihm. Zu Guido. Bleib doch sitzen, Guido. Bleib doch bei mir sitzen. Gefiel ihm auch nicht. Naja. Bleib doch bei mir. Guido, bleib bei mir. Das war alles nur Quatsch. Wir haben Blödsinn gemacht. Herzlich willkommen in der Sendung Verstehen Sie Spaß. Ich heiße auch Guido. Wir haben dir echt schwer zugesetzt. Ich habe eine Stunde im Abgesessen, nur für den Pascal.